wir saßen halt am Esstisch, haben gegessen und es hat so ein komisches Pfeifen. Und da dachte ich, irgendwas stimmt nicht. Und da haben wir halt Leute gesehen, wie sie rumrennen. Sind wir raus und haben gesehen, wie es Feuer gefangen hat. Feuer kam vom Fenster raus. Hoffentlich ist niemand drinnen. Die Feuerwehr war schon da, auch Rettungsdienst. Also es waren alle da. Es kam sehr viel Rauch und es kam dann vom Fenster raus, das Feuer. Wir sind um ca. 13.15 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem 12-Familienhaus in der Blinzauer Vorstadt alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt gingen noch mehrere Notrufe ein, sodass der Einsatzleiter auf der Anfahrt noch die Alarmstufe erhöht hat. Es war zu dem Zeitpunkt unbekannt, ob noch Personen im Gebäude bzw. in der Brandwohnung sind. Auf der Anfahrt war nicht sichtbar, bis kurz vor Eintreffen der Einsatzstelle. Dort konnten wir dann einen ausgedehnten Wohnungsbrand feststellen. Es schlugen Flammen aus zwei Fenstern im dritten Obergeschoss einer Wohnung und wir haben dann sofort mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Wohnungsinhaberin war zu dem Zeitpunkt aus dem Gebäude draußen, sowie auch ihr Sohn und ihr Freund, sodass wir hier keine Verletzten zu beklagen haben. Und die übrigen Bewohner hatten das Haus ebenfalls verlassen. Schwierigkeit in dem Sinn war, dass die Flammen aus einem Fenster direkt in das Dachgeschoss geschlagen haben und wir dann im Innenangriff, sowohl im Innenangriff als auch im Außenangriff, versucht haben, die Brandausdehnung aufs Dachgeschoss zu verhindern. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die dementsprechenden Personen kommen bei Verwandten unter. Das wurde insoweit abgeklärt. Die restlichen Wohnungen bleiben insoweit bewohnbar. Die Feuerwehr Esslingen war mit 11 Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften vor Ort. Des Weiteren die Stadtwerke Esslingen und auch die EnBW.